was will. Ja, kotze, echt, Technik irgendwie hasse ich. Aber sonst geht's ja irgendwie nicht, ne? Also. Daumen, schön, wunderbar, Wechselbass. Ja? Ja? Und jetzt versucht man gegen die 2 einfach mit 3 gegenzuarbeiten. Ja? Umgekehrt. Ja gut, ich habe leider no Fingernagel. Das ist alles irgendwie, bei mir bricht es immer ab beim Arbeiten. Aber so geht das. Da fängt man an. Ja. Und was ist mit der Kamera? Was ist denn das für ein Mist? Hier bin ich. Dazu habe ich denn so ein bisschen rumgehört. Ja, in den wunderbaren Sachen so vom Klaus und, ja, und die überhaupt die Szene. Ja, Stimmung habe ich schon 23 Mal erklärt oder 12 oder so. Was interessant ist, sind einfach, also wie gesagt, dieser Dreierpick, dass man einfach unabhängig vom Daumen ist, ja. Und dann kann man schöne, sagen wir mal, fangen wir mal an mit den Sechsten, ja. Die hier oben auf der G-Seite und unter hohen E-Seite sind, ja. Mann, das ist zum Mist. Das kriegen wir schon, ja. Also Zeigefinger ist hier erste Bund G und ich nehme mal den Ringfinger halt hier auf zweiten Bund H, E. Ja? Ja? Die Leerseite, das stimmt eh alles nicht. Okay, ja, guck hier. Achtung! Oder? Und den gleichen ziehe ich jetzt einfach 2 Bünde höher. Ja? Und das zweite Muster ist eben hier, der Ringfinger bleibt eigentlich immer drauf. Der rutscht jetzt 1 höher und der Mittelfinger kommt jetzt auf der G-Seite im 5. Und man hat diese, die nächsten, ja? Der nächste wäre wieder jetzt das gleiche im 7. Bund. Zu vorne. Sorry, da war ich voll daneben, ne? Sachen sollte man anfangen zum Üben, ja. Es müsste da keine riesigen Werke jetzt entstehen. Nein, einfach versuchen, diese Dinger zu machen und Spaß zu haben. 3, 4 schöne Wechsel hin und her, ja. Und gut kommt's. Ich hoffe es zu erkennen, meine Ohren sind noch frei. Also Papa, mein Papa ist schon im Himmel, aber... Ja, so, das sind so... ja gut, was macht man dazu, wie gesagt? Also zuallererst erstmal Wechselbass mit beiden D-Seiten, ja, so der tiefen, ja, und der, ja. Das Interessante ist, es gibt eigentlich nur 2 Möglichkeiten, das heißt, entweder spielt man jetzt irgendwie die beiden Töne, also auf G und E-Seite, bitte, mit Zeige und Ringfinger, Mittelfinger hat erstmal nichts zu tun, ja, man kann die zusammenspielen, sorry, immer ein und den anderen dazwischen. Ja, wenn man es ein bisschen aufperrt mit den beiden Fingern, dann hat man schon so ein bisschen so dieses Feeling.
das soll jetzt erstmal für Teil 3 reichen. Mit ganz wenig Mitteln anfangen und versuchen, also konstant zu bleiben, ja. Oh, so sieht viel cooler aus. Mist, ja gut, muss ich nochmal machen, den Film. Ist immer ein bisschen kühl noch bei mir und ich freue mich immer, wenn ich so an Rod Stewart denke, Anfang 70er, die alte Backe, du, der macht ja immer eine runde Sack. Also, geht weiter, kein Problem. Ich war 3 Wochen krank, sorry, ich konnte nichts machen. Keine Ahnung, wo das herkam. Also, Bussi an meine Freunde und so. Ja, es gibt sogar neuerdings Mädels hier, okay. Also, ba da ba ba da.